Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es quasi das Gegenstück so ein bisschen vom Video vom Donnerstag. Dort habe ich über meine Drogerie-Favoriten gesprochen. Heute sprechen wir über High-End-Make-up, teures Make-up aus meiner Sammlung. Es sind jetzt nicht meine Favoriten, aber ich hatte so einen ganz bestimmten Look heute im Kopf, denn ja, ich mache mich jetzt gerade fertig für den Tag, für meinen Termin, den ich heute habe. Und ich wollte sowas cool-toned, herbstmäßiges machen und dachte, mach dann einfach das Gegenstück eben zu dem Video am Donnerstag. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Hoffe wie immer auch als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Ja, ich habe sehr viele Produkte in meiner Sammlung, die teurer sind, die ich sehr, sehr liebe. Gerade so bestimmte Marken haben sich da auch so rauskristallisiert. Auch welche, die es jetzt nicht heute mit in dieses Video geschafft haben. Das ist der Look, den ich heute mit euch zusammen schminken werde. Dazu starten wir auf jeden Fall auch direkt. Aber dann vielleicht erstmal, wie ich auf das Videothema auch überhaupt gekommen bin. Erstens, ihr fragt relativ häufig auch danach, auch Produkte aus meiner Sammlung zu zeigen, die High-End sind. Ich bin da auf jeden Fall keine Expertin. Ich bin schon eher in der Drogerie unterwegs, aber ich dachte mir, dieses Video widme ich einfach mal den teureren Produkten in meiner Make-up-Sammlung, passend zu meinem Kooperationspartner für dieses Video. Ich habe mich für dieses Video nämlich mit Lilysilk zusammengetan. Die feiern nämlich 13. Geburtstag und bis zum 8. September gibt es da noch richtig coole Rabatte. Unter anderem darauf, wenn ihr das zweite Produkt kauft, wird automatisch 20% abgezogen. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch. Dann könnt ihr auch nochmal drauf sparen. Also schaut sehr gerne dort vorbei, falls ihr euch für hochwertige Seidenmode interessiert. Ich werde euch ein paar Stücke in diesem Video zeigen, die ich mir ausgesucht habe. Es sind auch so ein paar Sachen dabei, die habt ihr mir tatsächlich empfohlen, dass ich das mal ausprobiere und ich bin gespannt. Als erstes habe ich mir nämlich Kissenbezüge ausgesucht und zwar zwei Stück Seidenkissenbezüge eben, weil das ganz besonders gut für Haut und Haare sein soll. Das habt ihr mir empfohlen, als ich darüber gesprochen habe, dass eben ne, mit meiner Haarstruktur und dass es ein bisschen schwierig sein kann. Und da meinten ein paar von euch, dass ihr Seidenkissen auch habt oder Seidenkissenbezüge, damit eben eure Haare super geschont werden nachts und nicht abbrechen und sowas. Das werde ich auf jeden Fall probieren, ob das einen Unterschied für meine Haare macht. Und es soll natürlich auch super gut für die Haut sein und Falten reduzieren und so weiter, weil man sich eben nicht mehr diese Stofffalten ins Gesicht drückt. Ich finde die Farbe, die ich mir ausgesucht habe, sehr, sehr passend, sowohl für unser Schlafzimmer als auch für unser Gästezimmer. Die Farbe passt einfach perfekt, fügt sich super toll an und ich wette, nicht nur wir, sondern eben auch unsere Gäste werden auf diesen Kissen wundervoll schlafen können. Außerdem habe ich mir dann noch so einen coolen Sport-BH bzw. so ein Bralette ausgesucht, was ich jetzt auch im Winter mir vorstellen kann, eben unter so ganz kuscheligen Pullovern zu tragen. Ich bin nicht so der größte Fan von regulären BHs und denke, dass das da total gemütlich sein wird. Also ich hatte ihn jetzt schon ein paar Mal an, aber noch natürlich nicht mit einem dicken Pullover. Auch wenn ich heute schon total im Herbstmood bin, ist es natürlich noch nicht das richtige Kleidungsstück für jetzt, aber in ein paar Wochen ist es auf jeden Fall soweit. Und da freue ich mich schon, den auch regelmäßig dann tragen zu können, zusammen mit kuscheligen Pullovern. Und ich durfte mir dann noch einen Top aussuchen, was ich auch sehr schön finde, auch für die kommende Herbstjahreszeit. Ich habe mich auf jeden Fall von der Jahreszeit inspirieren lassen. Das ist in einem wunderschönen Tannengrün und auch wunderschön glatt und glänzend. Das sieht einfach so hübsch aus. Und ich habe das Ganze dann einfach mit einem Cardigan kombiniert und einfach mit so groberen Blockschuhen. Ich finde das immer ganz schön. Oder auch so einen Bruch von Stilrichtungen zu haben, wie zum Beispiel Seide und Wolle, Seide und Cord, also grob und fein. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich weiß, dass mein Kleidungsstil sicher nicht jeder toll findet, aber ich fühle mich einfach wohl darin. Ich bin so vieles, dass ich mich nicht nur in eine Schublade stecken möchte. Und zu guter Letzt dann noch diese wunderschöne Wickelbluse, die ich jetzt hier auch gerade schon trage. Finde ich super schön zu kühlen, als auch zu warmen Looks, wie ihr heute sehen könnt. Und das ist einfach total cool, wie die eben gewickelt ist. Die könnte auf jeden Fall auch eine Nummer kleiner sein. Ich habe alles in Größe L bestellt und ja, ich hätte auf jeden Fall eine M nehmen können, nur als Größenreferenz dazu. Und ich finde die richtig schön. Auch die glänzt einfach so toll. Und ich habe die mit so einer auberginefarbenen Hose kombiniert und dann noch mit Loafern, mit so einer goldenen Schnalle vorne. Fand ich auch richtig schön. Und mit einem Mantel drüber, finde ich, sieht das auch einfach toll aus, wenn man dann noch einen schönen Schal drüber legen würde. Und ja, das sind so die Outfits, die ich kombiniert habe mit den Produkten, die ich mir bei Lilysilk aussuchen durfte. Schaut sehr gerne in die Infobox vorbei. Ich linke euch alles rein. Denkt an den Geburtstag und die Rabatte. Und wir hüpfen jetzt einfach mal in den Look hier rein, würde ich sagen, den ich heute geschminkt habe, passend zu meinen Lilysilk Outfits. Ganz viel Spaß dabei.
Ich sitze hier noch in meinen entspannten Klamotten. Ich möchte mich jetzt gern fertig machen für den Tag. Und ich starte als erstes mit meiner Base heute wieder. Ich habe mir heute den Primer hier rausgesucht. Ich mag den total gerne. Ich benutze den in Videos. In letzter Zeit auf jeden Fall weniger, sondern greife eher dann zu Drogerie-Primern, die ich euch zeige. Das ist hier der Angel Aura Primer von Nabla. Der ist wie alle Produkte in diesem Video auf jeden Fall auch teurer. Ich finde den richtig schön. Schaut euch das an. So hübsch. Der schafft so ein richtiges Strahlen von innen. Und ich habe den damals von Cosmetic for Less bekommen. Also ihr könnt ihn sowohl dort als eben auch bei Purish bekommen. Und für beide Seiten habe ich auch einen Rabattcode. Schaut sehr gerne dafür in die Infobox. Nächster Schritt sind Concealer und Foundation. Beziehungsweise ich trage meine Foundation immer zuerst auf und nutze dann meinen Concealer. Und ich habe ja auch eine Foundation, die ich sehr gerne mag. Die habe ich von Purish auch zugeschickt bekommen. Und zwar ist es die Ilia Foundation. Das ist die True Skin Serum Foundation. Mit Niacinamid ist hier drin. Und das ist die Farbe SF0,5 Sable. Und die sitzt so schön auf der Haut. Das ist so eine ganz, ganz leichte Foundation. Serum Foundations haben das oft ja an sich, dass sie eben sehr leicht sind. Sie sind auch eher so ein bisschen flüssiger von der Konsistenz her. Also ihr habt da jetzt nichts Pastiges oder sowas. Und ich finde die richtig, richtig schön. Auch die ist natürlich auch teurer. Hier seht ihr eben auch, dass das Ganze sehr flüssig ist. Und ich arbeite das dann jetzt erstmal mit dem Pinsel ein und blende das dann mit einem Schwämmchen aus. Eine sehr, sehr schöne, pflegende Foundation, die sich, wie gesagt, super leicht auf der Haut anfühlt. Und ihr seht auch, dass sie eben nicht Full Coverage oder sowas ist. Das sind Serum-Foundation eigentlich nie. Und man sieht halt überall noch so die Rötungen durch. Gerade heute um meine Nase habe ich halt wieder sehr viele. Und dafür nutze ich als nächstes jetzt noch einen Concealer, um das Ganze abzudenken. Da habe ich hier so einen Stick-Concealer von Miss Sauda Milano. Das ist der One-Stroke-Concealer in der Farbe C10. Und der sieht so aus. Ich werde auf jeden Fall hier nochmal unter meinen Augen ein bisschen korrigieren, weil ich ein bisschen wenig Schlaf bekommen habe. Und dann wie immer das hier so aufgeben. Und den finde ich auch richtig toll. Der ist ein Stick, wo man oft so eine festere Konsistenz mit vermutet. Aber der ist super cremig und lässt sich toll einarbeiten und trocknet auch nicht irgendwie unangenehm aus oder so. Also den mag ich auch sehr. Das ist mir auf jeden Fall ausgeebnet genug. Ich brauche gar nicht mehr. Man sieht überall noch so ein bisschen meine Sommersprossen durch. Und wie gesagt, so ein paar Unebenheiten. Das ist aber vollkommen okay für mich. Und jetzt nutzen wir als nächstes Puder. Und da habe ich heute mal wieder mein La Mer Puder rausgekramt. Das ist unfassbar teuer. Ich glaube, das ist das, was als allererstes auf den Markt kam, was sich so anfühlt wie dieses Wassergefühl. Also irgendwie so nass auf dem Gesicht. Und ja, ich nutze das Puder auch immer mit meinem angefeuchteten Schwämmchen, wie alle meine losen Puder, und arbeite das dann ein. Weiter geht's dann mit Bronzer bzw. Contour. Und ich habe jetzt hier von Linda Hallberg den Bronzer. Auch den bekommt ihr bei Purish. Das ist die Farbe Always. Und ich habe die auf eine Empfehlung hin gekauft und bin sehr gespannt jetzt, wie das in meinem Gesicht aussehen wird. Und den Bronzer, den gebe ich jetzt schon mal ja, überall auf. Der scheint auch so ein bisschen kühler zu sein. Das funktioniert für mich persönlich dann immer sehr, sehr gut, weil ich eben nicht dieses gebronzte, orangene, rote, verbrannte, sonnenbrandfarbene an mir tragen kann. Das sieht einfach falsch aus. Und das hier, das ist richtig schön. Sehr, sehr schön aus. Also ich bin froh, dass ich den jetzt ausgetestet habe. Das ist sehr schön. Schon ein bisschen mehr so Dimension wieder, so ein bisschen zurück. Aber so richtig Dimension möchte ich jetzt mit meinem Contour-Puder schaffen. Das ist von NARS, der Laguna Bronzer. Auch ein sehr teures Produkt. Habe ich schon sehr, sehr lange. Und so sieht das Ganze aus. Und ihr seht schon, wie kühl dieser Ton ist. Ich habe das tatsächlich nie als Bronzer getragen. Früher habe ich auf jeden Fall auch mehr so richtig
konturiert. Heute bronze ich eher mehr. Und da meine Bronzer eh nie besonders warm sind, nutze ich sie eben gleichzeitig auch zur Schattenerzeugung. Aber heute setze ich den Laguna Bronzer nochmal hier so ein bisschen hin. So ein bisschen zu konturieren. Das gefällt mir sehr gut. Auch die zwei zusammen funktionieren sehr gut. Also sowohl Bronzer als auch Konturpuder. Muss ich definitiv wieder häufiger rauskramen, weil ich jetzt dann doch sehe, wie gerne ich einfach auch diesen Ton in meinem Gesicht mag. Und definitiv eine wunderschöne Kombi. Diese beiden zusammen, wie gesagt, Laguna Bronzer und Always... Nee, Laguna... Doch, Laguna Bronzer und Always Bronzer. Kommen wir jetzt zu Blush. Ich habe einen sehr, sehr schönen Blush von MAC, von dem ich dachte, dass er heute ganz gut passen könnte. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden und habe jetzt diese Palette hier von Love rausgekramt, die auch sehr, sehr hübsch ist. Und die ist, glaube ich, ja, nicht mehr aktuell. Von innen sieht sie so aus. Und ich möchte heute gerne diesen Ton hier nutzen. Und so ein bisschen was von diesem Ton hier reingeben. Also schon so mehr in diese braune Peach-Richtung. Also so neutralere Töne. Ich finde nämlich auch, dass solche Töne auf den Wangen trotzdem sehr, sehr schön mit kühlen Augen-Make-ups dann funktionieren. Als nächstes nutze ich dann dieses Puder hier von Kiko. Das war mal aus einer Limited Edition und zwar aus der Tuscan Sunshine Limited Edition. Das ist das Perfecting Powder. Und schaut mal, wie hübsch das aussieht. Wunderschön. Da gehe ich dann jetzt einfach nochmal mit so einem Puschelpinsel durch. Und nutze das wirklich so als, ja, Finishing Powder. Es hat so ein bisschen was von diesen Hourglass Powdern, falls ihr die kennt. Jetzt nutze ich noch Highlighter und da habe ich mich heute für diesen hier entschieden. Der ist auch von Nabla und ihr seht, ich habe den auch schon einige Male benutzt. Man kann das Nabla schon gar nicht mehr lesen, aber es ist auch wunderschön. Das ist die Farbe Privilege von den Skin Glazings von Nabla und ich liebe die. Und ich versuche heute ein bisschen vorsichtiger mit denen zu sein, weil die schon sehr, sehr strahlen. Ich mag so richtig gerne so diese Töne, besonders im Herbst auch. Entweder so richtig dunkel und berry oder so cherry in die Richtung. Oder halt so eine komplette Nude-Kombi auf den Wangen. Finde ich einfach großartig. Ja, auch sehr, sehr schöne Highlighter gibt es auch eben in anderen Farben, zum Beispiel auch in so den ganzen Pinktönen und sowas, auch für dunkle Haut dann total toll, auch als Blush-Topper zum Beispiel, also ich finde die richtig schön. Dann geht es als nächstes an meine Augenbrauen. Da nutze ich jetzt einen von Dominique Cosmetics, das ist hier die Farbe Taupe, meine ich. Und das ist einer von den Brow Frames. Da habt ihr halt diesen Augenbrauenstift, der so ganz spitz zuläuft. Und eigentlich dachte ich, dass die Farbe zu kühl für meine aktuelle Haarfarbe ist. Aber es geht tatsächlich, wenn meine Augenbrauen frisch gefärbt sind. Das sind sie gerade. Ich fülle die dann einfach jetzt nur so minimal aus, kämme das Ganze ein bisschen aus und dann werde ich das noch fixieren. Das gefällt mir wieder sehr, sehr gut und fürs Fixieren benutze ich jetzt ein Produkt von Benefit. Das ist der 24-Hour Brow Setter. Das ist einfach ein klares Augenbrauengel, also nichts Besonderes und dabei bin ich immer noch das Ganze aufzubrauchen. Heute fixiere ich auch hiermit meine Augenbrauen. Ich mag das persönlich nicht so gerne. Es ist okay, das ist so wie das La Mer Puder. Es ist okay, aber ich finde nicht, dass man das jetzt unbedingt braucht. Also für mich ganz persönlich meine eigene Meinung. Jeder hat ja auch so ein Produkt, wofür er oder sie persönlich einfach viel mehr Geld ausgeben möchte als jemand anderes, dem das dann irgendwie nicht so wichtig ist oder für den das nicht überragend funktioniert. Für mich ist definitiv das Puder und das Augenbrauengel bisher. Alle anderen Produkte, finde ich, sind auf jeden Fall es wert, dass man sie auch für den Preis kauft. Genau wie auch das nächste Produkt und zwar dieses hier. Das ist von How Cosmetics und ich finde es auch
so schön. Also sowohl die Flasche ist wunderschön als auch das Produkt. Das ist das Indigo Child Setting Skin Perfector. Auch das bekommt man bei Purish. Sehr viele Sachen, von denen ich heute hier habe, fällt mir gerade auf. Das ist einfach so unfassbar schön. Es ist einfach so toll, gerade auch so für meine trockene Haut. Es macht einfach, dass das alles viel mehr zusammen aussieht am Ende. Also ganz, ganz großartig. Ja, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Und ihr seht ja auch, ich habe es jetzt hier schon wieder fast aufgebraucht. Wir sind irgendwie hier unten. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich finde auch, da lohnt sich die Investition auf jeden Fall total. Kommen wir jetzt als nächstes zu Lidschatten. Und da habe ich einige Paletten rausgesucht. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, was ich machen möchte. Es soll ja auf jeden Fall cool-toned werden. Ihr habt den Look jetzt ja am Ende schon gesehen vom Intro. Und ich habe hier als erstes einmal die Natasha Denona Retro Glam Palette. Finde ich wunderschön. Habe ich von Look Fantastic. Und von innen sieht das Ganze so aus. Und ich habe sie rausgesucht, weil ich den Ton richtig cool finde und heute eigentlich auch so an diesen Ton hier gedacht hatte und so an das und das, aber dann war ich mir irgendwie unsicher. Ich werde sie mir als Option mal hier nebenlegen, weil ich eben auch diesen Ton total schön finde und ich denke, ich werde den heute vielleicht auch benutzen, aber die Sache ist, die Auswahl ist so groß und ich habe jetzt hier noch die Pat McGrath Palette, das ist die mit Bridgerton, das ist die erste. Auch eine sehr, sehr teure Palette dafür, dass da eben nur 6 Farben enthalten sind. Das hier ist mein Lieblingston, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt. Und eigentlich würde ich den total gerne integrieren, aber da bin ich mir auch noch unsicher. Wir haben ja auch die eingeprägten Bienen zum Beispiel. Falls ihr die Serie gesehen habt, wisst ihr auch, was die Bienen zu bedeuten haben. Dann habe ich aber auch noch hier eine Palette, die ich noch nie benutzt habe und deswegen war ich heute so, vielleicht wird es auch die. Und zwar wieder von Linda Hallberg, also LH Cosmetics. Schaut euch das an. Ein cool-toned Traum einfach. Aber ich muss halt auch ein bisschen schauen, dass es am Ende zu meinem Outfit passt heute. Deswegen werde ich auf jeden Fall so ein bisschen rumspielen mit den Farben. Ihr seid dabei. Ah, nicht zu vergessen, meine Lieblings-Topper-Palette, auch von LH Cosmetics. Das ist diese hier, das ist die Shimmer Saga Palette. Und hier haben wir halt nur solche Duochromes drin, Schimmertöne. Wunderschön und ja, ich weiß nicht, also dieses Grün hier würde sich natürlich auch anbieten. Oh, die Auswahl ist so groß. Ich starte als erst einmal mit diesem Ton hier aus der Natasha Denona Palette. Und den setze ich mir jetzt hier an den Außenwinkel und in die Lidfalte. Das ist die Farbe im Pfännchen. Das ist sie auf meinem Auge. Viel, viel dunkler und eben auch grünstichiger. Aber die ganze Palette ist ja auch recht grün, auch von den Untertönen her. Und deswegen mische ich jetzt so ein mini bisschen von dem hier noch rein. Das ist nicht wirklich eine richtig warme Farbe, finde ich. Es ist ein kühles Auberginenbraun. Aber auf jeden Fall wärmer als das, was schon da ist. Deswegen mische ich das rein. Wie gesagt, keine Sorge, es bleibt weiterhin kühl. Aber ich finde halt, dass es irgendwie jetzt so ein bisschen besser passt, bis ihr so einen anderen Unterton bekommen habt. Ich glaube, ihr könnt das gut sehen. Und jetzt muss ich natürlich überlegen. Es soll nicht so sehr in irgendeine Farbe richtig gehen, sondern schon irgendwie neutraler bleiben. Und ich überlege jetzt, mir der Ton ganz gut gefällt. Mir gefällt aber auch das hier unfassbar gut. Es ist so schwierig. Ich finde natürlich auch den hier aber toll. Ich glaube, ich nehme mal diesen hier. So sieht er aus. Und eventuell toppe ich dann noch was mit der anderen Palette. Jetzt nehme ich noch aus der Linda Hallberg Palette diesen Ton hier und die Reste, die an meinem Pinsel noch dran sind. Und gebe das schon mal hier unten entlang. Jetzt haben wir das schon mal so weit. Und ich glaube, ich möchte jetzt noch die Farbe Oscar nehmen aus der Palette, also diesen Ton. Und das werde ich jetzt nochmal so ein bisschen übertoppen aus der Palette zuvor den Ton. Ja, ich glaube, ihr könnt gut den Unterschied sehen. Das ist so ein bisschen mehr in die Richtung, was ich möchte heute. Jetzt nutze ich das Grau aus der Linda Hallberg Palette und
gebe das nochmal so ein bisschen an den Außenwinkeln entlang, um das hier nochmal so ein bisschen dunkler zu bekommen und auch Richtung Wimpernkranz. Jetzt noch, wie angekündigt, die Farbe Flutter in meinen Innenwinkel. Einfach mit so einem spitzen Pinsel, damit ich da gut hinkomme auch. Und jetzt ganz zum Schluss noch aus der Schimmersaga diesen Grünton hier. Beziehungsweise, ihr seht, glaube ich, das in der Kamera eher als grün und das als blau. Nehmen wir mal den hier. Ja. Und den gebe ich jetzt nochmal. Davon braucht man auch nur ganz, ganz wenig. Und ich weiß auch jetzt schon, dass die Kamera überfordert sein wird, das jetzt alles einzufangen. Wo ist jetzt noch irgendwie der Ton, der da drunter liegt? Wo ist der Schimmer? Diese Palette, die wahre Schönheit davon, kann nur eingefangen werden, so richtig im echten Leben. Also unfassbar schön. Jetzt werde ich mir noch einen Lidstrich ziehen. Dafür habe ich von Miss Sauda Milano hier einen. Und zwar den Eyes On Fleek Eyeliner. Den Eyeliner lasse ich jetzt ganz gut trocknen. Der braucht auf jeden Fall ein bisschen, um zu trocknen. Ich mag den aber sehr gerne. Und der ist auch wirklich schön tiefschwarz. Das finde ich an dem super. Und dann möchte ich die Roller Lash Mascara benutzen. Von Benefit ist die. Die hat so ein silikonbananenförmiges Bürstchen. Das ist jetzt hier noch die kleine Variante. Und dann werde ich das einmal aufgeben, gut tuschen unten und oben. Denn ich werde später auch noch Lashes aufkleben wollen und dann brauche ich eine gute Basis. Wimpern sind getuscht und als nächstes geht es an die Lashes. Da habe ich diese wunderschönen hier. Das sind die Melody Lashes in der Variante Bougie. Fand ich sehr passend für dieses Video. Und ich habe die mir zurechtgeschnitten, dass es dann nur noch halbe Wimpern sind. Lashes sind drauf und ich finde, es sieht einfach wunderschön aus. Und wir machen weiter mit den Lippen. Da habe ich mir heute diesen Lippenstift hier von MAC rausgesucht und den habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Heute das allererste Mal, das ist mein neuester. Das ist aus der, ist das aus einer Limited Edition? Ich weiß es nicht. Das ist die Farbe Enveloped in Luck. Das ist ein Powder Kiss Lipstick. Die sind super matt unfassbar angenehm zu tragen. Und es fühlt sich wirklich so ein bisschen pudrig auf den Lippen an. Es ist mein erster mit diesem Finish von MAC. Aber gleichzeitig irgendwie total geschmeidig und cremig und angenehm. Also kann ich empfehlen auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch von Yves Saint Laurent diesen Lippenstift hier. Das ist die Farbe, das ist einer von den Rouge Volupté Lippenstiften. Aber welche Farbe bist du denn? Die 33, genau. So ein Koralle. Und den tupfe ich jetzt noch so ein bisschen hier drüber. Für die perfekte Mischung jetzt auf meinen Lippen zwischen kühl und warm. Und ich würde sagen, es wird Zeit, dass ich mich umziehe. Ich bin jetzt ready für den Tag und für meinen Termin heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!